Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Farming Valley. Ja, und mit etwas Glück elektrifizieren wir heute hier das Dorf oder zumindest einen Teil davon. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Ich musste mir schon hier so ein paar Hilfen aufstellen, denn sonst wäre das jetzt so eine Folge, wo ich nur Sachen ausprobiere. Und das ist irgendwie ein bisschen blöd. Deswegen habe ich hier schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Hier stehen einige von diesen lustigen Immersive Engineering Posts. Bei denen kann man ja, wenn man mit dem Hämmerchen draufschlägt, nein, mit dem Hämmerchen so draufschlägt, dann kann man ja tatsächlich noch so, nein, noch so Ärmchen ausfahren, wenn man sie dann braucht. Ich brauche sie aber nicht. Da könnte man dann mehrere Stromleitungen drauf entlanglaufen lassen oder noch eine Lampe und Stromleitungen. So kompliziert will ich es aber gar nicht machen, sondern ganz, ganz einfach. Ja, die sehen zwar unglaublich süß aus, aber sind sehr, sehr unpraktisch. Im Umgang vor allen Dingen. Aber eins nach dem anderen. Erstmal hier reinkommen. Oh. Ja, und was ist, wenn man mit dem Hammer von Immersive Engineering auf Kisten haut? Man dreht die Kiste um. Das sollte ich langsam wissen. So, die Lampen brauche ich. Das Ding brauche ich auch. Die könnte man auch mal mitnehmen. Also, da ich ja vorgearbeitet habe, sollte ich von diesen Anschlüssen eigentlich alle gesetzt haben. Jetzt müssen wir nur erstmal den, ja, Akku setzen. Und das mache ich direkt hier oben. Da, wo auch tatsächlich der Dynamo sitzt. Der sitzt ja hier. Da habe ich schon so einen Nupsi dran. Und hier unten soll dann der Strom entlang laufen. Ich glaube, da wäre jetzt Erde etwas praktischer zum Hochstecken als Sand. Denn Sand fällt mir da einfach in das Loch rein. Das wäre ja irgendwie doof. Ja, damit ich hier nicht so komische Schrägen machen muss, möchte ich den hier so auf die gleiche Höhe setzen. Falls ihr mir folgen könnt. Also so und so. Ja, jetzt ist er auf der gleichen Höhe wie der Dynamo. Dann ist das so eine gerade Verbindung. So, jetzt müssen wir eben hier unten noch sagen, hier soll was reinkommen. Das muss blau sein. Und dann muss so ein Wire-Connector drauf. Und dann verbinden wir mal die zwei Kabel. Eins, zwei. So, und hier geht jetzt der Strom rein. Das ist schon mal gut, das hat funktioniert. Ja, wenn der Rest auch so funktioniert, wäre ich zufrieden. So, jetzt muss der Strom natürlich weiter. Und dazu müssen wir ihn hier unten rausnehmen. Ja, dann wieder mit dem Hämmerchen draufklicken. Diesmal brauchen wir nicht blau, denn blau ist ein Eingang. Wir brauchen orange. Orange ist ein Ausgang. Wieder so ein Wire-Connector drauf. Dann ein Kabel. Und das kommt dann hier, wo ich mir schon markiert habe. Hier kommt dann so eine, auch so ein Wire-Connector, aber das ist ja der, der so ein bisschen heller ist. Das bedeutet, hier können wir mehrere Kabel dranhängen. An die anderen geht ja nur eins. Ihr kennt das ja noch von meinem Fail im Keller. Also, dran. Jo, passt. So, hier ist jetzt Strom drauf und den können wir jetzt auch weiterleiten. Deswegen habe ich hier ein Loch rausgehauen und auch hier den Zaun weggenommen, damit wir nämlich dann von da drinnen hier hinkommen, auf diesen Pfosten, dann über dieses Haus hinweg, auf diesen Pfosten und so weiter und so fort. So der Plan. Sollte auch gehen. Naja, wir werden sehen. Also, du da dran, du da dran. Passt. Du da dran. Okay, ich wollte eigentlich dezent aufs Bett springen, aber so geht's auch. Komm ich da dran? Ja. Läuft. Wie am Schnürchen. Passt ja auch hier irgendwie so ein bisschen mit Schnürchen. So, hier oben muss ich mich erstmal hochbauen. Da komme ich ja sonst gar nicht dran. Na, da habe ich hier so zwei Stück hingesetzt. Es wäre vielleicht auch mit einem gegangen, also in der Mitte, aber ja, diese Kabel sind auch wieder so Minecraft-Objekte, die nicht wirklich da sind. Ich weiß nicht, wie man das mal erklären soll. Das sieht doof aus, wenn das dann durch das Holz geht. Das soll ja oben drüber laufen. Ja, das würde sonst so im Holz verschwinden und das sähe ja irgendwie ein bisschen, naja, komisch aus. Nee. Das wollen wir so nicht haben.
So, die spannende Frage ist, komme ich denn überhaupt da dran? Nein, natürlich nicht. Komme ich da jetzt dran? Ja, jetzt schon. Also von da nach da oben bitte. Ja, also was ich meinte ist, dass hier zum Beispiel könnte das Kabel auch in der Treppenstufe so verschwinden, weil es kein echtes Objekt ist. Ich keine Ahnung, wie man sowas programmiert. So, einmal darüber. So, dann können wir unseren Hilfsbau hier auch wieder abbauen. Und weiterziehen. So, ich denke mal hier müsste ich drankommen. Ja, scheint ein guter Ort zu sein. Ich verschätze mich immer um eins. Das, obwohl wir 10 vor 2 haben, rein uhrzeittechnisch. Linking from, linking to. Ja, linking to was denn? Da könnte jetzt eigentlich schon die erste Lampe hin. Komme ich auch nicht dran? Okay. So, am besten hier hinten rein. Ja, oder da. Ja, da ist tatsächlich Licht. Sieh mal einer an. Achso, ihr habt es vielleicht gerade gesehen. Das Stromkabel ist direkt durch den Erdblock gegangen, als wäre das Stromkabel transparent. Was es im Übrigen auch ist. Also, man kann ja auch durchlaufen, bleibt nicht hängen. Deswegen ist es sogar vogelsicher. Also, selbst wenn hier ein Vogel vorbeifliegen würde, er würde einfach durchfliegen. Würde vielleicht ein bisschen blöd gucken, aber naja. So, und an diesen Straßenlaternen sind immer vier Anschlüsse dran in alle Richtungen. Das ist super praktisch. Praktisch wäre auch, wenn ich die schon mal alle draufgesetzt hätte. Das habe ich aber nicht gemacht. Sehr doof. So, da wollte ich auch eine hinhaben. Ah, dann setzen wir jetzt erstmal die Lampen. Ah, ich habe jetzt auch eine wahllose Anzahl. Also die ganze Stadt wird damit nicht beleuchtet werden. Nicht wahr, Johann? Aber das ist ja auch nicht mein Anspruch. Da. Immerhin ein bisschen Licht wird kommen. Nicht viel. Aber wir werden es ja sehen, denn wir gehen ja auch auf die Abendstunden zu. Haben ja schon 15 Uhr hier. So, und das sollte ich doch jetzt auch alles von unten können, oder? Nicht wieder hochbauen. So, mal gucken. Das passt schon mal. Das passt auch. Und auch das geht. Sehr schön. Ja, jetzt noch eine Lampe dran und dann bin ich glücklich. Ja. Das passt schon mal. Das ist sehr gut. Ja, so sieht das dann aus. Es hat wirklich so ein bisschen was von alten Zeiten, die ich nicht erlebt habe, aber hey. Wirklich hübsch. So, jetzt schauen wir mal, wie es denn aussieht mit dem Strom. Denn ich hätte ja durchaus hier noch vier Lampen. Und ich glaube, ich habe auch noch von diesen Pfosten. Da gingen noch ein paar. Genau, vier Pfosten habe ich auch noch. Nehme ich mal mit. Und schau mal, ob jetzt immer noch was in die Batterie reinläuft oder ob die Batterie ja nur Durchgang hat oder ob sie vielleicht sogar leer wird. Aber nö, die ist einfach voll. Ja, das heißt, es wird nicht die komplette Energie rausgezogen. Das heißt, ich kann noch mehr nehmen. So, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel man überhaupt betreiben kann mit so einem, mit einer Windmühle. Hier noch. Ich glaube, die brauchen 6 Strom pro Tick oder so ähnlich. Bin mir aber nicht sicher. So, guck mal, Bauzi, kannst du dann auch dran pinkeln? Da freust du dich bestimmt, hä? Nee, nicht an die Lampe.
Den Pfosten natürlich. Entschuldigung, hab ich dich verarscht, ha? Ja. Ich da noch eins hin. Und da noch eins hin. Und dann sind mir sowieso die Kabel ausgegangen. Sieht so aus. Aber das schaffen wir noch, bis die Nacht kommt. Schwupps. Schwupps. Was macht eigentlich das Dach von Brandon? Ist es noch da? Ja. Ah, schön. Das Dach ist noch da. Freut mich. Du. Da bitte. Ja, von mir ist auch da rein. Und du. Hier. Und einmal rüber. Und tada. Fortschritt hat Einzug gehalten in mein kleines Dorf. Ja, und ihr seht schon, das ist sehr effektiv. Also rein stromtechnisch. Ihr könnt mit dieser Windmühle keine wilden Maschinen antreiben, also nicht diese aus den ganzen Technik-Mods, denn die verbrauchen wesentlich mehr Strom für irgendwas. Aber die Lampen, gut, die gehören auch zu dem Mod dazu, deswegen spielt das auch ineinander. Jetzt gucken wir aber trotzdem nochmal, ob noch mehr Lampen gehen würden oder ob es das war. Nö, es wird immer noch was gehen. Ja, das kann man natürlich auch errechnen und muss es nicht immer ausprobieren. Huch. Was ist denn so eilig? Ja, jetzt warte ich natürlich darauf, dass es auch dunkel wird, dass wir mal sehen können, ob das denn auch irgendwas effektiv bringt. Denn ja, das Grundsatzproblem ist ja, dass bei Minecraft die Lichtstärke mit der Entfernung abnimmt. Habe ich denn zufällig eine Fackel dabei? Also eine Fackel wirft, soweit ich weiß, 8. Ja, also 8 Felder Licht. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wobei das Licht aber nicht überall gleich stark ist, sondern abnimmt. Das sieht man ja auch hier optisch, ne? Es fängt also an mit einem Lichtlevel von, ich glaube, 15 und geht dann immer weiter runter, bis es hier nur noch ein Lichtlevel von 1 hat. Sonst werden die auch sehr mächtig. Bedeutet natürlich, wenn man die Fackel oben aufhängt, dann gilt das auch nach unten. Ja, das heißt, wenn ihr die Fackel auf Höhe 8 aufhängt, dann wird es unten nicht richtig beleuchtet sein. Und so ist jetzt wahrscheinlich auch hier das Problem, wenn die Monster an wären. Gut, hier oben ist es dann für die taghell, hier drumherum, aber natürlich hier unten nicht. Ja, deswegen sind die jetzt nicht unbedingt effektiv für die, sag ich mal, großflächige Beleuchtung. Da kann man, achso, ich bin ja Survival, da kann man den, ich nenne mal den Baustrahler, den könnte man aufstellen, der verbraucht auch wesentlich mehr Strom. Allerdings, was mache ich denn da? Nein. Ein Add schreiben, wir sind hier in der 1.10. So, Immersive Engineering, da gibt es nämlich den, wo ist er? Wo ist er? Da. Genau, das Flutlicht. Ja, wenn man sich das Flutlicht hinstellt, braucht das erstens wesentlich mehr Strom, aber zweitens kann das auch viel, viel weiter leuchten. Da nimmt nämlich dann die Leuchtkraft nicht ab, sondern hört dann einfach auf. Na, das hier ist ein bisschen funzelig. Also, man könnte jetzt auch sagen, es ist ein bisschen romantisch, das würde auch hinhauen. Aber ich glaube, um effektiv Monster zu bekämpfen, wird das nicht so wirklich erfolgsverwöhnt sein. Ihr seht es ungefähr hier so ist der Kreis. Ich glaube, da sollte man Monster sicher sein. Ab hier bin ich mir schon nicht sicher. Ich habe ja leider nicht den tollen Mod drauf, wo man das mit den Lichtleveln sieht. Deswegen muss ich noch nach Alt gehen und jetzt sehe ich hier gar nichts. Wo ist denn das doofe Lichtlevel? Habe ich das am Auge? Licht 15, okay, 15 ist okay. 15, 15. Ach so, das ist, weil wir. Das kann nicht alles 15 sein. Ich glaube, die Anzeige ist ja blöd, weil ich ja draußen bin. Das habe ich ganz vergessen.
So, ich glaube, das echte Licht Level 15 ist das Maximum, weil hier der Himmel über uns ist und in Wirklichkeit ist es hier ein Lichtlevel von 7. Das heißt, hier könnten schon Monster spawnen. Aber hier sind es 9. Ja, weil hier die beiden Lampen sich so ein bisschen überlagern, da ist es ein bisschen heller. Auf jeden Fall nicht wirklich eine Monsterverteidigung. Das wollte ich jetzt mal so sagen. Ja, jetzt wird es Nacht. Oh, wie passend. Denn ich werde mich jetzt auch verabschieden hier aus dem Farming Valley. Ich denke, es ist jetzt so ziemlich ausgelutscht, der ganze Mod. Und ja, ich würde ja gerne noch irgendwas machen, aber ich bin natürlich aufgrund dieser ganzen Spielmechaniken hier sehr, sehr eingeschränkt. Ihr wisst ja, dass mit den Saatgut und dass man den ganzen Kram kaufen muss und nicht craften kann und dass man auch beim Abbau nichts findet. Und außerdem, ja, ist jetzt auch seit 22 Tagen gab es auch überhaupt kein Update dafür. Und ja, der Kernmod, also Harvest Festival, also der das Ganze macht mit diesen ganzen Ulivs und wie sie alle heißen, der ist auch seit Ewigkeiten nicht aktualisiert worden. Das heißt, es kommt auch nichts Spannendes dazu. Und ja, dann ist das zwar schön mit den ganzen Heinis hier, aber ich würde dann doch schon gerne so ein bisschen mehr Action haben. Also auch mal sinnvoll in eine Höhle gehen, nicht nur um Stein abzubauen, sondern wo man auch Kupfer findet und Bauxit und wie das ganze Zeug so heißt. Und deswegen habe ich einfach mal entschieden, ich mache jetzt mal mit dem hier Ende. Sind jetzt ja auch 100 Folgen. Ich bin ja da nicht so wie, was weiß ich, wie Opa Zeron, der seit gefühlten 10.000 Folgen eine Stadt ausbaut. Das ist einfach nicht so meins. Bei Sky Factory war das ja genauso. Ich ziehe dann auch gerne mal weiter, denn einfach mal neu starten, neue Dinge sehen, neue Sachen auch ausprobieren, ist ja eigentlich auch das Coole an Minecraft und das werde ich auch machen. Ich habe mir dafür auch was anderes ausgedacht. Ich werde nämlich kein neues Modpack spielen, was ich mir irgendwo runtergeladen habe, sondern ich habe mir einfach mal selbst was zusammengestellt in der Hoffnung, dass das auch funktioniert und dass das alles so ineinander greift, wie ich mir das vorstelle. Und dass da auch ein, ja, interessantes Spielerlebnis bei rauskommt. So wie poetisch. Und dann werden wir mal sehen, wie das so läuft. Ne? Also ich bin nicht weg, sondern nur woanders. Ja, ein bisschen leid tut es mir ja um die Burg, aber naja, mal gucken. Vielleicht lässt sich da ja irgendwas anstellen. Es gibt ja genug Werkzeuge, mit denen man auch Strukturen importieren, exportieren kann. Aber andererseits, wenn man neu startet, dann sollte man auch das Alte hinter sich lassen. Und außerdem werde ich jetzt auch Farming Valley nicht löschen oder so, sondern ich werde es einfach mal, ja, so lassen, wie es ist, in der Hoffnung, dass vielleicht noch irgendwann sich hier grundlegende Dinge ändern bzw. dazukommen. Vielleicht auch neue Gebäude, die man bauen lassen kann von Ulif, weil das finde ich so ein bisschen schade, dass das, ja, so, dass man da so ein bisschen abgemeldet ist nach einer gewissen Zeit, weil da braucht man diese Dorf-Heinis irgendwie nicht mehr so ernsthaft. Ne? Man kann zwar Sachen kaufen aus Bibliocraft und so, aber man ist halt sehr schnell, sag ich mal, am Ende des Mods angelangt. Also man hat es dann ausgereizt, ne? Alle Häuser gebaut. Gut, wer jetzt Lust hat, den Heinis immer irgendwas zu schenken, um die Freundschaft hochzudrücken, naja, das sei jedem mal selbst überlassen. Ich weiß, man kriegt dann vielleicht auch tolle Kochrezepte, aber das ist mir einfach zu dünn. Da hätte ich gern so ein bisschen mehr Action. Ja, und mit diesen Worten geht jetzt auch der Mond unter. Kommt mir das nur so vor, da sieht der sehr komisch aus. Sieht irgendwie komisch aus. Geht jetzt auch der Mond unter. Ich werde jetzt also wechseln und wir sehen uns dann aus einer anderen Welt. In einer anderen Galaxie. Nein, in der gleichen Galaxie, in der Minecraft-Galaxie, aber eine ganz frische und unbefleckte. Und ich sage Tschüss, macht's gut und bis morgen.